So. Kannst du überhaupt lesen, ja? Ja, ja. Also den Brief, den Liebesbrief, den mir deine Mutter gestern geschickt hat, den konnte ich lesen. So, meine lieben Freunde, willkommen zum dritten Part von The Escapist 2. Mit am Start wieder der gute alte Senix. Willst du nicht auch irgendwas sagen? Ja, meine lieben Freunde, den letzten zwei Parts habe ich leider ein bisschen bei der Aufnahme verschissen. Das heißt, ich werde die zwei Parts von mir nehmen und in diesem Part nehme ich meinen Part auf. Das heißt, wenn ihr auf unseren Kanälen schaut, werdet ihr sehen, dass ich ein paar Aufträge mache und wenn ihr ein paar Aufträge macht, das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Let's Plays sozusagen von dem gleichen Spiel. Also wir spielen es zusammen und da ist er und wartet einen Moment und... Oh, okay, jetzt wird geboxt. Nee, ist mir scheißegal. Genau, jetzt gibt es Probleme. Ja, ja, wo ich habe ein Messer, gell? So, auf jeden Fall... Was der gute Sinn sagen will, ist einfach, schaut euch nur meine Let's Plays an. Ihr müsst auf seinen Kanal nicht vorbeigucken, weil seine sind einfach in sehr, sehr viel schlechterer Qualität. Er nimmt mit 120 Pixel auf und... Die prickeln sich auch. Ey, scheiße, der macht mich fertig hier. Warte, warte, wir können doch noch... Oh, du Bastard. Gleich dir alles Milchflasche. Hey, wow. Ganz ruhig, Mann. Kann ich irgendwie um Hilfe rufen? Hilfe! Ja, weg mit dir. Oh, die Beule ist übel, ha? Ich hab dir richtig eins in die Fresse gegeben. Ja, ist gut. Ja, das passiert hat, wenn man sich mit mir anlegt. Scheiße, der hat einen Wachhund, ey. Ich mach ein bisschen Fitness und dann siehst du, dann wäre er ein wenig auf die Fresse. Oh, jetzt hab ich 2,5 Sterne wegen dir. Ich habe auch 2,5. Also, wie gesagt, schaut euch auch die Videos auf seinem Kanal an, weil er macht halt andere Aufträge als ich. Bis wir dann letzten Endes zusammen ausbrechen, denke ich mal, werden wir uns ab und zu hier einfach mal nur ein bisschen über den Weg laufen und sonst halt miteinander quatschen, ne? Genau. Wer ist das schon entlassen, der? Freizeit. Nein, das ist jemand aus, nicht Charlie. Wo? Mich würde es interessieren, ob ich auch Aufträge ignorieren kann. Aufträge? Ja, kannst du. Du kannst, Oh, ich habe keine Aufträge mehr. Du kannst auch wieder abbrechen. Das geht. Okay, dann schaue ich mal. Was ist denn das? Kann es echt sein, dass ich einen Auftrag habe, wo ich dich aushaben müsste? Dann dürfte ich das dir nicht sagen. Das kann es natürlich wirklich geben. Doch, doch, ich kann es mir vorstellen. Was ist das denn? Das ist ein Ruheraum, ist das oder sowas in der Art? Ruhen. Und das ist ein Grill. Wieso steht denn hier ein Grill? Die grillen hier einfach. Okay, was hat der? Ah, da kannst du wieder handeln. Gut, ich muss auch mal wieder ein paar Aufträge aufnehmen, weil meinem guten alten Nier hier, dem wird ein bisschen langweilig. Aber ich bin hier oben nur in diesem Jobcenter. Was machst denn du gerade? Ich habe einen neuen Auftrag. Ich kann eine Gitarre spielen. Naja, komm, wahrscheinlich hast du jetzt einen Auftrag gekriegt, wo du mir irgendwas unterjubeln musst oder so. Nee, ich muss ein Instrument schmuggeln. Oh, ich kann sogar Gitarre spielen hier und Trommel. Ja, ich bin ein geborener Musiker. Ich muss Instrumente besorgen. Und zwar lautet meine Mission. Die Band und ich werden irgendwann wieder durchs Land ziehen und süße Melodien spielen. Würdest du uns wohl ein paar neue Instrumente besorgen, damit wir uns einstimmen können? Finde Bongos für Sepp. Bongos. Die waren doch irgendwo vielleicht hier am Boden. Bongos, wo kann ich dich finden? Was hat der Bulle hier für ein Problem? Ah, keins. Ah, hier auf dem Tisch. Nein, sehr schön. Ich muss so ein Maniküre-Set für eine eklige muss ich zusammenstellen. Ich brauche so Farbe und so ein Zeug und ach, hast du nicht gesehen. So, jetzt brauche ich hier... Wo hast du das auf der Map gesehen, wo ich hinlaufen muss? Ich sehe das gar nicht. Dieser gelbe Punkt. Gelbe Punkt? Ja, das ist dieses gefallene Ziele. Nee, das ist ein Ausrufezeichen hier bei mir. Ah, gefallene Ziele, das meinst du? Okay. Jo, da musst du immer hingehen. Okay, und jetzt muss ich den nur noch finden. Sieht die mich? Die sieht mich nicht, oder? Die sieht mich nicht. Ah, perfekt. Was ist das? Yeah. Wieso machen die nichts? Fertige Maniküren-Set. Was muss ich jetzt machen? Oh, es ist jetzt bald Schlafenszeit. Scheiße, ich kann nicht jetzt. Ich habe hier Bongos gefunden. Ja, hä? Ich raube von jemandem etwas aus. Appell, wir müssen wieder auf den Hof. Oh, tote Ratte. Weißt du, was cool ist? Du kannst einfach in die anderen Zellen gehen und dann etwas klauen. Ja, eben, weiß ich. Das habe ich schon gemerkt, ja.
Ja, warum sagst du nichts? Habe ich doch schon lange gesagt. Willst du hörst alleine mir aussprechen aber nicht, oder was? Nein, 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 dich nehme ich schon mit. Ja, aber jetzt schlagen sie mich wieder, weil ich habe 3 Sterne. Ja, du gehörst doch geschlagen. Ich gehe mal genau in die Mitte, bei, damit mich da niemand sieht. Wie kann ich das Maniküre-Set zusammenstellen? Hey! Das ist ja recht. Wieso? Ja, die mache ich fertig. Das ist mir scheißegal. Ja, sicher. Komm, ist gut. Ey, die sind zu... Guck mal, wie viel? Oh, jetzt kommt mich ein. Das sind sicher ungefähr 5 Bullen gewesen, die auf mich eingekloppt haben. Habt ihr das gesehen? Der Dier war am Boden. Leider wollte ich wollte dir helfen, aber jetzt jagt mich hier immer noch. Oh, der hat mich ausgeraubt und ich brauche die für den Auftrag. Kann ich ausrauben? Nee, schnell weg. Zurück zur Zelle. Nein, das Ding will ich nur holen. Mach schnell. Mach schnell. Boah, schaffe ich das? Das schaffe ich, oder? Meinst du, wenn ich in die Zelle zurückgehe, machen sie mir nichts? Aua! Als ob ich da rankomme. Ich muss in die Zelle zurück. Da komme ich nicht ran. Den Auftrag kann ich abbrechen. Na toll. Wo ist nochmal meine Zelle? Ah ja, hier, genau. Ja, easy, okay. Dann, Leute, wir brechen den Auftrag nochmal ab hier. Ich mache einen anderen. Da komme ich nicht ran. Tut mir leid. Beutesack von niemand. Du musst dich hier schlafen legen, Junge, sonst geht die Zeit nicht rum. Ich habe hier einen Beutesack von niemandem bekommen. Wo ist denn dieser Spast jetzt? Leg dich mal schlafen, sonst kommen wir gar nicht mehr über die Nacht. Ah, warst du ja. Tipptopp. So, wieder zum Appell. Oh, jetzt labern die wieder da rum. Aber jetzt jagen die mich wieder, oder was? Hast du wieder einen geschlagen? Nein, nein, ich gehe nur zurück zum Appell jetzt. Typisch Ausländer, ey. Schau mal, was passiert. Ich gehe mal unter die Menge. Vielleicht machen sie mir nichts. Ja, bestimmt. Ich könnte dich jetzt schlagen. Schlägerei anfangen hier. Ey, geh weg, Mann, oder ich? Alle, die hier stehen, sind auf meiner Seite, Junge. Ich bin hier der Knastboss. Ey, pass auf, gell? So. Was rabelt? Ihr könnt wieder in Gesellschaft zurück. Ah ja, komm, ist okay. Tschüss. Ah, sobald der Haken da ist, ist das erledigt. Du musst nicht warten, bis die fertig geredet haben. Ja. Und jetzt, wenn ich die Mission... Also, ich habe jetzt diese Bongos gefunden. Schau mal, hier ist ein Tisch. Den habe ich ausgeraubt hier. Ja, ey, das ist mein Zimmer, gell? Die waren bei dir. Du hast, geh mal hier hin. Ich geb dir mal Bongos. Mal, hast du deine Bongos, Mann. Warte doch, okay, schau mal dort rein. Schau mal, was du hier hast. Eine tote Ratte, du bist doch so ein Spaß, bist du doch. Du nur ein kleiner Bastard. Okay, was muss ich jetzt tun? Ich tu dir in dein scheiß Bett kacken jetzt. Ey, mach keinen Scheiß sonst. So wie du stinkst, Alter, das merkt sowieso kein Mensch. Leben, Junge. Also gut, Frühstückszeit. Ja, da gehe ich hin, weil ich brauche ein paar Aufträge. Nee, beweg dich. Ruhig jetzt. Du, ich brauche einen Auftrag. Jo, chills, Mann. Sam, was hast denn du für mich? Hier wird geredet, zu viel geredet. Etwas mehr als woanders. Hast du Lust, Pip daran zu erinnern, die Klappe zu halten? Oh ja, der wird zusammengeschlagen. Hol Holz, hol Draht, hol Klebebandrolle. Oh yeah. Der wird geknebelt. Yeah, jetzt der wird richtig. Mehr Geld gegeben, glaube ich. Cool. Ja? Jetzt hat sie noch einen Auftrag für Keks. Mich, dun, 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 dun. Also gut, hol mir die Sachen mal. Ich habe wieder so einen Instrumentsjob angenommen, warum nicht? Kann er von mir was haben, Alter. Das kann ich. Ah, ich muss wieder in dein Zimmer klauen gehen. Schon wieder? Echt jetzt? Ah, nee, dein anderes Zimmer. Ich dachte schon. Jetzt haben wir Freizeit, jetzt tue ich gerade noch ein paar... Sachen besorgen, jetzt brauche ich noch Holz und Kleber. Warum Musikinstrumente hier? Warum? Warum tust du das? Hab ich Musikinstrumente da drin oder was? Wieso gehst du überhaupt in meine Zelle? Dun, 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 dun. So, schauen wir nochmal. Was haben wir denn hier? Hä, was war das? Was war das gerade eben? Ich bin im falschen Zimmer, Mann. Scheiße. Hier, was machst du da drinnen? Ruhig, alles okay, ich gehe wieder raus. Ganz cool bleiben. Fertige Peitsche an. Wie kann ich denn was zusammenbauen? Hä, was ist das? So, okay. Wieso habe ich jetzt da so ein rotes Kästchen immer? Und wie soll ich bitte eine Peitsche jetzt zusammenbauen? Wo befindet sich unser Auftraggeber? Will ich? Ah, hier, zusammenbasteln. Zeig mal her. Ja. Eine Peitsche. Er ist bei diesem Park. Dolle Peitsche. Ey, dieser Sepp? Den mag ich, der gibt mir easy Aufträge, ich verdiene gutes Geld. Sehr schön. Wie ist denn hier? Hä, das ist ein Rezeptebuch, jetzt verstehe ich, das ist so ein bisschen wie bei Minecraft. Hey Sepp, komm her, Mann, red mit mir. Ja, yeah.
Hat er noch einen Auftrag? Ja, noch einen Auftrag. Komm her. Musikinstrumente? Junge, red mit mir. Ich sollte klüger werden. Was? Aber muss ich das auch in der richtigen Reihenfolge oder was? Fertig. Ich muss immer wieder in Musikinstrumente klauen gehen. Das ist cool. Cooler Job. Oh. Hä? Mach ich jetzt jedes Mal selber oder bin ich dumm? So. Ja, hä? Geh weg, du Wächter. Eine Peitsche. Hier, dolle Peitsche. Wie soll ich die denn bauen? Ich hab hier unten die Rezepte doch. So, hier, nimm. Ich komme nicht dahinter, ich sollte klüger werden. Was, klüger werden? Solltest du, ja. Ah, Verstand. Ich muss meinen Verstand trainieren. Wie kann man den Verstand trainieren? Ich glaube, du musst vielleicht Instrumente spielen gehen. Ja, du mit deinen Instrumenten ist jetzt gut, ey. Ich habe jetzt schon 100. Wie viele Münzen habe ich schon für dich? Wo sehe ich das? Hey, wo ist dieser junge Mann? In der unteren Etage? Verstand trainieren. Ah, der ist wohl in der oberen Etage. Da gehe ich doch da nochmal. Ah, das sollte doch trotzdem gehen. Ja, das bin ich. Ich weiß. Hier, der gute Nier. Verstand. Wie? Ah, hier steht's ja. Ich brauche 5, oder? Genau. Oh ja, da brauche ich plus 30 Bücher. Also plus 30 Verstand, um die Peitsche zu. Mittagszeit. Hab jetzt keine Lust. Die hat mir Geld gegeben. Ey, das ist mein Auftraggeber. Verpiss dich. Ja, chills. Ich nehme dir den schon nicht weg. Ruhen. Verstand. Ich kann ja eigentlich auch mal draufdrücken hier. Ich muss aber wieder ins Gym gehen, ne? Ein bisschen Muckis abfahren da. Zuerst mal was. Mittagszeit ist die beste Zeit zum Aufträge zu finden, ne? Ja, da sind die ganzen Auftragsgeber sind dort. Da ist jemand wirklich aggressiv. Dun, dun, dun. Verstand. Ich sagte dir, Nier, was machst du? Ah, nein. Ah, hier, Nier. Leg einen Zahn zu. Ja, chills, alles gut, ich bin ja da. So. Ich nehme noch ein paar andere Aufträge. Was hat hier der? Wirklich mega viel handeln. Hier habe ich eine Eisenstange gefunden. Verstaue Mauersteine im Schreibtisch und gebe ihnen einen anonymen Hinweis. Was? Ja, easy, machen wir einfach mal. Egal. Was ist das jetzt? Ah, hier die Mauersteine. Ah, ich muss noch irgendwas loswerden aus dem Inventar. So. Mauersteine? Nimm! Ich habe jetzt eine Eisenstange genommen. Ich werde mal probieren, mit dieser jemanden abzuschlagen. Ich habe hier jetzt schon einen Opfer gefunden. Sogar in seiner Zelle. Ey, mach auf. Oh, der macht hier etwas. Hä, wie kann man... eingebrochen. Ah, rechte Maus ist zum Abwerfen. Ah, kann ich nicht so... Hä? Was macht dieser Typ da? Ah, muss gedrückt halten. Verstehe. So. Ja, das brauche ich nicht. So, und was muss ich jetzt machen? Schmuggle Mauersteine in den Tisch von Ash. Ash, Junge. So. Beweg dich nie. Du siehst mich nicht. So. Dieser Typ ist sehr. Skurril. Ich kann den ganzen Tisch hochheben. Hä? Alter, mit dieser einzelnen Stange kann ich ihn richtig abschlagen. Ah, jetzt verstehe ich das. Sehr schön. Schnell machen. Ich habe mich mit jemandem geboxt und der Polizist hat ihm den Knockout gegeben. Perfekt. Echt? Das ist, ja. Jetzt kann ich ihm ausschreiben. Nein! Die blöde Ärztin! Ich warte, bis er wieder rauskommt. Ey, Nia. Ja? Wenn du eine Waffe hast und dich ausrüstest und dann den linken Mauszeiger länger hältst, dann lädt er den so auf den Schlag. Und der, den ich schlagen will, der schläft gerade und den hau ich gerade so richtig eine rein. Okay. Und jetzt wird er 1-1. Boah, der hat mich... Oh. Ich hoffe, der hat mich nicht ausgeraubt. Geht denn? Die Eisenstange ist echt nicht schlecht. Aber ich muss da ein bisschen ausruhen. Nee, da hat mir meine Eisenstange geklaut. So, jetzt brauche ich... Dieser Sack. Was ist eigentlich das? Wo ist er? Hast du dich zusammenschlagen lassen? Ja, ich habe eigentlich die Waffe... Ich habe eigentlich aufgeladen, um ihn zum Schlagen... Oh, er liegt am Boden. Jetzt kann ich ihm alles klauen. Nee, der hat mir wirklich meine Sachen geklaut. Ich hatte, was ist das eigentlich? Stück Knete, Zutat. Ah, ganz ruhig. Ich bin schon weg hier. Ich frag mich, was du mit dieser Zutat machen kannst. Guck mal, du kannst, wenn du dein Inventar öffnest, kannst du oben auf Crafting drücken, fertigen. Und da hast du da so Rezepte, was du alles draus bauen kannst.
Ich habe irgendwie meine Fitness verloren. Ich hatte mal 42 Punkte. Ja. Und jetzt bin ich nur auf. Warte mal ein bisschen. 36. Ah, ich bin zu müde zum Weitermachen, okay. Ja, 40. 42. Ich will hier Waffe haben. Boah. 44. Zeig mal. Ich mach noch mehr Aufträge hier. So ist gut. Ist das jetzt auf 42? Ah ja, 44 Fitness. Sehr schön. Duschzeit. Eine Pempel von Pompernator. Dum du 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 du. Tun wir mal in der Dusche noch ein paar Aufträge aufnehmen, auch wenn sich das komisch anhört. So. Oh, ich gehe mit dir hier duschen hier. Ja, nee, lieber nicht. Ich hab gerade, schau mal. Ich sehe jetzt so, wie sie duschen. Wenn du dich, wenn du mich unterhalten willst, indem du Pip verprügeln. Oh, geil, ich muss Pip verprügeln. Verprügel Pip. Wo ist Pip? Wo ist Pip? Mal gucken. Casey. Ich frage mich, ob ich echt mal einen Auftrag aufkriege, wo es dann einfach so heißt, dass ich dich verprügeln muss. Ey, ich würde das so abfeiern. Das wäre mega cool, aber ich glaube es irgendwie nicht. Keine Ahnung. Pip. Pip, 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 Pip. Wo ist denn der? Ich suche mal einen Auftrag, wo mir ein bisschen mehr Cash gibt, ey. Dün, dün. Wie viel Cash hast du? Du musst ein bisschen duschen, damit du deinen Blitz auflegen kannst. Was bedeutet kannst, eigentlich diese... Siehst du oben rechts bei der Karte? Ja. Da ist dieses gelbe Viereck noch. Bei mir steht da eine 2 drin. Ja, bei mir auch. Ich weiß nicht, was das ist. Obwohl, es könnte auch der Tag, Kalender... Ah, der Etage könnte das sein. Ja, ah, ja, natürlich. Ja, stimmt. Okay. Sag mir Bescheid, wenn du den Pip findest. Pip? Ja, den suche ich. Den muss ich verprügeln. Pip. Es ist ja Mittagszeit. Ah ja, dann wirst du ihn ja relativ schnell da drin finden. Pip, 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 wo ist dieser Spaß? Sam? Charlie? Hä, wo ist dieser Pip? Immer die, wo man braucht, die sind... Müsste denn... Ah, ich hab hier... der ist doch gezeichnet, hier. Warte mal, ah, der liegt schon, der liegt im Ruheraum. Der ist natürlich als Ziel gezeichnet auf der Karte. Kann ich da rein? Oh, da kann ich ihn hier drin zusammenschlagen. Der ist das. Ist das nicht der Große hier? Ja, der hier. Oh. Oh. Ja. Oh ne, ich habe einen Polizist. Habe ich ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen. Habe ich ihn erwischt? Habe ich ihn... Oh. Ich habe ihn gekillt. Nee, ich habe aber den Punkt nicht gekriegt. Ich muss ihn normal machen. Ah, also ja, das zählt nicht, das zählt nicht. Ah, sorry. Ja, ja, besser für dich. Ey, komm her. Was schaust du mich so schräg? Ja, ganz ruhig, hey. Also, dann lass... Ah, hier ist er. Ja, Nummer drauf schlag. Warte, ich schlag den hier drin nochmal kaputt. Warte, ich schlag ihn. Jo, komm! Ein Schlag, natürlich! Und, ja, er hat so eine Axt, Alter. Oh, jetzt läuft der, haut ab. Komm, ja, ich schau, weiß, komm, schnell. Ja, ich bin auf dem Weg. Warte, nicht kaputt machen. Nein, oh, wieso du? Ich muss ihn doch killen. Ich dachte, er lädt sich wieder auf. Ja, komm, du willst nur die Sachen klauen. Ja, das auch. Hm. Toll, ey. Nee, die haben mich gewischt. Tut mir leid, Nia. Ja, ja, ja. Ich warte jetzt hier wieder in der Krankenstation und dann nehme ich den auseinander. Ah, hier in der Krankenstation ist eine Überwachungskamera, deswegen kann ich den nicht einfach angreifen. Ist mir egal, ich greife den trotzdem nochmal an. Ja, komm! Wie viel Leben hat er noch? Nicht mehr. Hälfte noch. Ich krieg den, es passt schon, ist okay. Ja, ich will nur austrauben. Oh! Ich will nicht sterben, ey. Der brutale yes. Tipptopp. So, danke. Ja, ich habe seinen Wischmopp. So, jetzt darf ich wieder... Ah, der Auftrag ist erledigt. Sehr schön. Alter, der hat uns mit deinem Mischmopp angegriffen. Man ist natürlich um einiges stärker mit so Zeug. So, aber hier ist noch ein Auftrag. Also. Meine Aufträge kümmern. Ja, leg Lüftungsdeckel... Ah, das habe ich alles schon gemacht. Belohnung 25... Ah, es gibt aber, glaube ich, immer mehr Geld, gell? Ja. Ah, da kann man einem auch Geld schenken. Aktuelle ja, Meinung. Und du der ist seine Meinung. Genau, habe ich auch gerade gesagt. Ich habe 95 bei dem hier. Und wie viel Geld der dabei hat. Und wie stark der. Ich gehe mal ein bisschen ins Fitnesscenter. Ah, langsam checke ich das Game. So, noch ein bisschen Fitness machen, solange ich noch Freizeit habe. Wie die Polizisten mich sehen, wenn ich zum Beispiel irgendwo einbreche. Überwachungskameras gibt es hier auch. So. Ich habe zu viele Sachen dabei. Bin ich hier richtig? Ah ja, das Fitnesscenter ist da hinten. Und ich würde gerne wissen, wie ich noch Wissen bekomme.
Das, ah, hier hinsetzen. Ist das eine Bibliothek? Lernen. Ah, hier kriege ich Wissen. Sehr schön. Willst du mich verarschen? Ah. Das muss immer da mit drinne sein. Sehr schön. Interessant. Was passiert, wenn ich hinein ihr eine Münze gebe? Ah, dann steigerst du ihre Meinung von dir. Ja, wahrscheinlich. Dann bestichst du sie so. Das ist ja klar. Hier ist Info. Ah, hier ist das Telefon, wo du gesagt hast. Handeln. Genau. Triff die Crew. Wir sind noch ein bisschen am Lernen, Leute. Hier machen wir das mal auf 50 hoch. Da kann ich ein paar neue Rezepte und da kann ich auch Waffen bauen. So. Kannst du überhaupt lesen, ja? Ja, ja. Also den Brief, den Liebesbrief, den mir deine Mutter gestern geschickt hat, den konnte ich lesen. Was? Ich brauche die richtige Schlüsselkarte. Was ist das? Ja, natürlich konntest du ihn lesen, weil deine Mutter hat ihn geschrieben. Für meine Mutter. Ja, das ist eklig. Schmuggle Erde in den Tisch, nehme ich. So. Ah, der Tisch ist gerade hier oben. Komme ich da überhaupt dran? In das Büro da oben? Jo, schon, gell? Vorhin schmuggle, wenn da... Ah, da komme ich rein. Und wo kannst du... Ah, hol Wachs, hol Feuerzeug, hol Stück Schnur. Hol Stück Schnur. Hä? Was? Ah, super. Hier ist der Kameramann und so. Erde. Ich kann hier... Was ist das? Funkempfänger? Den klaue ich. Scheißegal. Was ist Appell? Oh, da müssen wir antreten, sonst gibt's Ärger. So. Ich frage mich, ob ich mein... Ich glaube, das kann ich machen. Mein Charakter im Nachhinein nochmal anders aussehen lassen. Ich glaube, das kann ich machen im Menü. Bist zu spät. Hey, hey, hey. Hier natürlich. Was hast du gedacht? Viel Spaß. Tschüss. Ah, ich bin ja angetreten. Ich kann ja wieder weitermachen. So, was hast du denn so Schönes für mich? Lege... Oh, nicht schon wieder dieser Auftrag. Habe ich keinen Bock drauf. Und die Meinung ist sowieso überall mega hoch. Ich lasse mir jetzt mal so einen Tipp geben zum Thema Ausbrechen. Beim Telefon war das gewesen, ne? Genau. Mal gucken. Weil Münzen habe ich ja echt gut. Ausbruchstipp. Triff die Crew. Okay, machen wir mal. In der Nähe siehst du vielleicht ein paar Außenstehende, die uns und unsere Häftlingsfilme filmen. Okay, mit der richtigen Kleidung, schätze ich, könntest du dich deines Gefängnisoutfits entledigen und in etwas Ziviles schlüpfen. Vor dem Hintergrund vermute ich, könntest du dir direkt... Vor dem Hintergrund vermute ich, könntest du direkt aus dem bewachten Ort kommen. Oh, ist ja ein mega geiler Tipp. Ja. Du siehst ja überall diese Filmcrew hier rumlaufen, ne? Ja. Wo filmen? Wir müssen probieren, denen ihre Kleider irgendwie zu bekommen, aus ihren Räumen und die Kleider anziehen und dann sollten wir theoretisch an den Wachen vorbeikommen. Okay. Willst du schon einen Ausbruch probieren? Ich probiere mal was. Also ich probiere einfach mal, ob ich es hinkriege. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal zum Appell und ich muss mir nochmal kurz an... Okay, warte. Habe ich gemacht? Du musst ja nur kurz hinlaufen. Du musst ja nicht den... Es gibt ja mehrere Gefängnisse, Cenix, weißt du? Es kann natürlich sein, dass das ein sehr einfaches ist zum Ausbrechen. Ich muss kurz ein paar Materialien holen. Vor diesem Hintergrund vermute ich, könntest du direkt aus dem bewachten Nordkorridor entkommen. Okay, in der Nähe siehst du vielleicht ein paar Außenstehende, die uns und unsere Häftlingsgefolgseinheiten filmen. Mit den richtigen Kleidung könntest... Also gut, ich probiere das jetzt mal. Ich gehe jetzt mal zu der Filmcrew. Und schau mal, ob ich irgendwie an die Kleider komme. Im schlimmsten Fall schlage ich einen von denen kaputt. Wenn alles nicht... Ich habe etwas noch einen Tipp bekommen. Wenn ich Wärter abschlage, kann ich Schlüssel klauen. Okay, voll cool. Ja, du, aber das Wärter, musst du auch, ich glaube nicht ja, Polizisten. Das musst du... Nee, hier gibt es ja gar keine Polizisten. Hier gibt es ja nur Wärter. Was machst du jetzt? Ich muss irgendwie... Frühstückszeit. Dahin kommen, wo die Filmcrew ist. Wo war denn das nochmal gewesen? Die sind beim Frühstück auch. Ja, die Film... Oder hier oben links sollten ich war, sie sein. Ah, ganz links, genau. Ich will mal gucken. Eigentlich gab's hier, den. Genau, ja, hier, Entschuldigung, genau. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Kleider finden. Ich schlag den da zusammen. Ist mir egal. Was denn? Schnell, schnell. Ah, kann's gar nicht. Geht gar nicht. Aber ich kann mit dem mal reden, oder? Der ist nee. Overpowered, weißt du? Ich geh mal an den sein Pult. Mal gucken, was das da ist drin der, ist. Das ist der Endboss, weißt du? Ah, hier Kleidung! Richtig? Ja, ohne Scheiß. Ich zieh mich um. Für mich? Ich muss das Pult ganz unten mal untersuchen. Ich zieh mich hier mal um. Handel. Was ist das hier? Hast du gesehen? Ich hab Erde. Hä? Guck mal, ich kann mich hier drin verstecken.
Warte, das kann ich mich umziehen. Ja, die Kleidung habe ich da rausgenommen. So, guck dir das an. Ah, was hier ist? Kannst du Items runterspielen. Nie hat die Routine. Ah, ich habe die Routine verpasst. Scheiße. Oh. Junge, kannst du mir einen Job geben? Hey, hallo. Ich will einen Job. Hallo. Hab nichts zu vergeben. Hab nichts zu. Ja, okay, komm mal mit. Ich habe gute Bewerbung gemacht. Und habe gute Zeugnisse. Bleib ein wenig. Lass mich an. Was? Bleib. Neue Schuhe. Was ist hier eigentlich? Okay, okay. Wie? Probier mal jetzt irgendwo rauszugehen. Komm mal. Eigentlich war dort oben nach. Was sagt er denn? Diese Arschwackeln. Okay. Kommst du nach der Arbeit mit uns? Die fragen mich oder reden die miteinander? Die fragen dich. Weil sie denken, du arbeitest hier, so geil. Aber jetzt mega ich geil. Ich könnte dich eigentlich abschlagen, ja? Ja, ja, probier du mal. Nein, mach das nicht. Hey, ganz ruhig, Junge, ganz ruhig. Also. Ich will das jetzt echt einfach. Ey, Gilberic? Hast du von den Entlassungen gehört? Hier sind ganz viele Instrumente und da so. Da habe ich gespielt, ja. Interessiert mich nicht, wo du gespielt hast, mein Lieber. Da oben kannst du hier durch dieses Tor hier? Ah, da kann ich ja, da kommst aber du auch durch. Warte, hier gibt's doch noch, hier, zum Beispiel hier. Hier konnte ich nicht durch. Oh. Ah, jetzt kann ich. Aber nur mit dir. Halte durch, Kumpel. Kommst du hier nicht mehr durch? Ich probier's. Nee. Irgendwo konnte ich nicht durch, zum Beispiel. Ja, da würde ich's nicht probieren. Das sind die Hunde. Ich glaube, das ist alles noch außen. Was ist das? Dort ist jemand. Warte, ich geschlagen hin. Mach du. Ich probiere mal hier irgendwie rauszukommen. Komm her, Junge. Was? Lass dich abschlagen. Nee, hier komme ich nicht rein. Kann ich mit dem reden auch? Ich kann mit dem reden. Dafür kann ich jetzt mit dem Beamten reden, mit dem Herr Wärter. Ah, so. Gefallen und so, jetzt kann ich ihm auch Geld geben. Dem seinen Schlagstock, kann ich den klauen? Soll ich ihn schlagen? Ah, nee, ich hab. Geht nicht, kann ich nicht klauen. Okay. Komm schon, du bist mein Mann, du bist mein Schlüssel zur Freiheit. Help uns. Guck mal, hier ist auch so einer. Können wir nicht machen. Können wir nichts machen mit dem. Oh, hier, kann ich hier rein? Kannst du hier rein? Nee. Ah, shit. Ich glaube, für die Türen brauche ich trotzdem irgendwie eine Zugangskarte oder sowas. Ich kann nicht einfach rauslaufen. Glaube ich nicht. Ich kann, höchstens beim Hauptausgang könnte ich es jetzt nochmal probieren, aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach rauslaufen kann. Den Tipp habe ich mir schon geben lassen. Ich glaube, es ist immer, bei jedem Gefängnis gibt es so eine neue Art, wie du ausbrechen kannst. Und das ist jetzt hier mit der Filmcrew anscheinend, mit dem Outfit. So, schauen wir doch mal. Hä? Aber da sind wir doch vorhin rausgegangen. Ja. Oh, sorry, wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich auch nicht. Ja. Ah, ich glaube, die Türfarben bestimmen das, oder? Kommst du durch die Tür? Ja. Die ist jetzt lila und die hier... Oh, Mittagszeit. Wir sollten da antreten. Obwohl, weil ich werde sonst gesucht, weißt du? Aber willst du so antreten? Willst du dich nicht vorhin umziehen? Ja, ich laufe ja auch so durch den ganzen Knast. Ich glaube, das spielt keine Rolle, oder? Schau, wir müssen mal zusammenhalten. Voll cool, wenn ich eine Wärteruniform kriegen könnte. Warte, wir schauen, was hier passiert, weil ich kann sie ausgraben. Ja, mach du das. Ich trete schnell beim Essen an. Ich kann einfach so hier hinlaufen. Ich gehe jetzt nochmal ans Telefon und lass mir noch einen Tipp geben. Aber ich glaube, da gibt's keinen neuen Tipp. Und außerdem ist gleich auch, sind wir mit der halben Stunde durch. Aber ich würde mega gerne mir noch einen Tipp geben lassen. Wird nicht leichter werden. Es gibt sicher einen Ausgang für die Filmcrew hier, eine spezielle. Ich hole noch mein letztes Item, damit ich meine Mission abschließen kann. Ja, kannst du machen. Arbeitszeit. Ja, das ist egal. Ah, hier bin ich, ey. Ja, ich sehe dich, kurz, Ich komm auch gleich. Ja, kannst kommen. Laun, was auf immer. Ah, Schnur. Super. Ich will das jetzt einfach mal probieren. Was hast du jetzt? Ich bin oben. Was? Hier muss es doch irgendwo den Ausgang geben. Wo ist denn der? Ich habe hier noch einen Ausgang gesehen. Hier oben. Komm mal mit. Junge. Ja, ich komm. Ganz ruhig. Ich will hier raus, Mann! Bist du hier? Was? Hier gibt's. Ich weiß nicht, was die machen. Schau mal, die ist auch hier eingebrochen. Die arbeitet. Nein, die ist nicht eingebrochen. Die arbeitet. Das ist der Job. Warte, deswegen. Es gibt hier noch einen Ausgang. Hier oben. Kommst du? Hier komme ich auch rein. Ja, kommst du durch diese Türen hier? Ja, komm ich. Du musst hier oben kommen.
Ich glaube, die Farbe der Tür, die sagt dir so ein bisschen, durch welche Türen du gehen kannst. Schau mal, hier gibt es noch so einen speziellen... Nee, wo war das? Wo war das? Irgendwo gab es noch so eine Tür. Nee, ich weiß nicht. Das war aber dann, glaube ich, unten gewesen, nicht oben. Soll ich auch einen Tipp holen gehen? Ja, mach mal. Sinix, aber ich glaube, wir müssten an dieser Stelle jetzt den Part beenden. Wir sind bei einer halben Stunde angekommen. Ja, du gut, wenig mal nach. Verpiss dich mal! Machen wir es sonst das nächste Mal. Leute, Sinix, komm, sag du was. Hier ist übrigens dieser Ausgang, aber ich glaube nicht, dass ich einfach rauskomme. Nee. Ja, also, Leute, ich hoffe, die Aufnahme hat dieses Mal gestimmt. Und wie ihr seht, haben wir ein bisschen rausgefunden, was wir machen müssen. Wir müssen Aufträge entgegennehmen, handeln und Tipps holen. Auszubrechen. Wie ihr seht, Nia hat die Schnauze voll vom Gefängnisleben. Er will lieber arbeiten. Ja, ist ein Pech. Also, dann Nia, zum Abschluss sagst du. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn ja, gebt doch mir und dem Sinix hier eine kleine Bewertung oder einen Daumen nach oben. Das würde uns schon reichen. Und ansonsten würde ich sagen, wieso werde ich jetzt verfolgt? Egal. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. In der nächsten Folge. Jawohl. Haltet die Ohren steif, Leute. Und ciao.